Hier ist zu. Ja, da braucht man eine Leiche, dass man hier reinkommt. Nee, das geht nur, wenn so ein Kasten davor ist. Es muss doch hier irgendwas geben. Also du glaubst es nicht. Expo wieder, ey. Also die Tür kriegt man hier nicht auf, Expo. Garantiert nicht. Tja, wie denn? Ich nehme so einen Zivilisten. Der große Müll ist halt, dass wir jetzt nichts mehr angezeigt kriegen. Vielleicht ist es da herum, kommt da mal einer wieder rüber, wo wir am Anfang waren. Da ist noch eine Kiste. Da, wo wir das eine E ausschalten hat müssen. Es muss hier drinnen irgendwas geben. Aber es gibt auch nicht wirklich eine richtige Beschreibung oder sowas. Ja gut, was jetzt möglich ist, ist, dass das Spiel durcheinander kommt, weil Stevie hier schon fertig hat. Wahrscheinlich. Deswegen sage ich, kommt mal einer rüber wieder. Deswegen geht der gelbe Punkt flöten. Hallo? Hallo? Erde an euch zwei. Ja, ja, ich lese jetzt. Kommt mal einer rüber. Was. Gleich. Eine Sekunde. Wo denn rüber? Aus der Höhle schwimmen und wieder rüber, wo wir vorher waren. Das ist alles abgesucht. Da ist nichts. Nee, komm rüber. Also wenn Stevie sagt, komm rüber, dann müssen wir da rüber. Also, wir können ich dann... war da ist nichts. Nee, du warst nicht am Dach oben. Wie? Auf doch. Also wir gehen... war auch auf dem Dach. Ist erstens mal die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Ach, da, okay. Ich gehe jetzt mal rüber. Kommst du mit? Ich nehme das Boot unten. Immer rennen müssen sie. Immer rennen. Keine Zeit, die Jugend von heute. Immer rennen. Rennen. So. Wieder alles einsteigen. Die brauchen das Boot hier eh nicht mehr. Nicht wirklich. So, wieder alles aussteigen. Wo ist Stevie? Hier oben. Winke euch doch. Und wie kommen wir da hoch? Ja, dein Winken, das habe ich gesehen. Ey. Ja, da wo der eine mit dem I zum Ausschalten war und dann die Kisten hoch. Die Kisten hoch. Ja. Ja, die Kisten hoch. Ja, ich war da oben, aber von oben gekommen. Weil ich glaube, dass da der Hebel ist, was du auch noch ausschalten musst. Alter, leck mich doch. Ey, ist das eine Scheiße, du. Die ganze dreckige Steuerung ist sowas für ein Arsch, du. Da könntest du aus der Haut fahren. Oh, es geht ein bisschen schwieriger. Es geht los wieder. Dann hier drüben mal
schauen, ob da der Griff zum Umlegen geht. Geh hoch. Geh hoch jetzt. Geh hoch. Aha. Okay. Und hier geht er nicht. Ich glaube, dass ich da was umgelegt habe, da den Griff. Nö. Nicht. Ich komme hier nicht hoch. Ich möchte auch da oben sein. Gibt's ja nicht. Wie haben wir das gemacht? Das ist ja wieder unten. So, normalerweise kaputt gemacht. Aha. Nee, also ich war ja hier. Ich habe ja dieses Dings abgeschalten, Steve. Kannst du ja, dir das angucken, hab einen Videobeweis. Das hast du ja. Und wenn ich jetzt hier irgendwas gesehen hätte, dann hätte ich es ja gedrückt. Du kriegst ja da im Regelfall irgendwie was angezeigt, ne? Ah ja. Deswegen. Aber hier wäre auch der Punkt, das ist das Problem. Ja, der könnte jetzt aber auch unten sein. Ja, nur wo? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt warte mal, ich nehme mal den Kerl hier. Ich nehme mal den Kerl, ja. So. Nee, geht da nicht. So. Das geht da nicht, sagst du? Oh, ich höre gerade mein Telefon klingeln. Ich komme gleich wieder. Das heißt, er will eine Pause machen. Das funktioniert nicht. Okay, dann Expo, hau mal eine Pause rein hier. Dann machen wir hier eine kleine Pause. Und sind dann gleich wieder da. Und dann müssen wir gucken, dass wir mal das finden hier. Also. So. Bis gleich. So. I'm back. Ich auch. Flüstern. Zurück. Man muss wieder zu der einen zurück. Ja gut, ich weiß auch nicht. Ich kann dazu nur sagen, hier oben ist nichts. Ja. Vom Fakt her, da ja der eine Schalter da unten war, müsste der andere Schalter auch da unten sein. Es geht ja um einen Schalter, um was abzuschalten. Ja. Und der kann ja nicht von hier entfernt 3 Kilometer weg sein. Völlig unlogisch. Tja, hab ich ja gemeint. Also muss der hier unten irgendwo sein. Ich wüsste zwar nur einen Schalter, aber glaube ich funktioniert auch nichts. So. Gut.
Expo, du bist wieder auf dem Weg nach unten, oder wie? Bin ich schon unten. Ja. Also heute kommen wir da nicht wirklich weit, muss ich sagen. Ne? Leider nicht, nee. So. Ich lese mir das nochmal durch hier. Fotos von der Relaisstation. Den Schalter haben wir betätigt. Kabelstation, okay. Ja. Das ist eine Kantine. Da steht auch nichts. Da steht auch nichts dabei. Müssen wir da vielleicht zurück zu der Christine kommen? Will? Warum möglich. Wir da einen Schalter haben? Ja, dass uns zeigt, wo der nächste Schalter ist. Bleiben wir auf der Karte. Aber ich weiß noch nicht mehr, wie das funktioniert hat gleich. Aber ich glaube, man muss wieder mit ihr reden. Aber wo ist die? Ich weiß es nicht mehr. Ja, die ist wieder da, wo beim letzten Mal. In den Dingens da drin. Da geht's runter. Da geht's runter. Den Computer hacken. Das ist ein Fraktionsauftrag hier. Was ist das? Ich mache jetzt mal Folgendes. Lake Catherine. Aber das haben wir alles hier erworben. Ich weiß es gerade nicht wirklich. Sollen wir zurück in... Ja, hier gibt es wirklich definitiv nichts mehr. Es zeigt es auch gar nichts mehr an. Leo, Sebrit, mach mal die Quest raus. Okay, wir machen die Quest mal raus. Akzeptieren. Okay. Aber es zeigt nicht wirklich was an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Scale Foundation Campus. Müssen wir da vielleicht zurück? Da oben ist auch nichts. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wo müssten da eigentlich die... Achso, das ist wahrscheinlich ein Bezirk hier. Hier ist nichts mehr, Expo. Ich glaube, dass wir da zurück hat müssen zu der. Cape North, Stromausfall. Da will Christina Cromwell die Gelegenheit bekommen, auf sie zugreifen und sie herunterladen. Ja, das haben wir ja gemacht. Da haben wir alles erbeutet, da ist nichts mehr, Expo. Okay, ich gehe mal zum Lake Catherine zurück. In den Campus und guck mal, ob es da irgendwas gibt.
Das habe ich da auch so richtig, weil ich mach mal das kurz. Ich gehe mal kurz dahin, dass das weg ist. So. Ja, ich bin jetzt in den Biwak gegangen, da in der Nachbarschaft. Ja, ich auch, aber ich gehe gerade mal kurz woanders dahin, weil ich habe ich krieg das nicht weg. Ich muss da kurz hin. So einen Aufsatz holen. Aufsatz? Ja. Das mache ich kurz, dass ich das erledigt habe. Ja. Da liegt auch noch Zeug rum. Ja. Ja, ich muss hier kurz ballern ein bisschen. Die stehen mir nämlich im Weg rum. Und da liegt auch noch was Gelbes. Gelbe. Chinese. Das hast du gesagt. Kontrabass. Schuhe. Und in der Kiste. So, mit dem Motorrad geht es ein bisschen schneller. Autsch. Okay, dann hole ich mir das mal schnell hier. Ach, hier war mal ja. Warum habe ich das nicht geholt? Abbruch. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen alles konfus hier. So, ist das erledigt. Dann gehen wir hier zurück zum Biwak. Und dann gehen wir mal da in das Rechenzentrum rein. Also das hätten die ruhig ein bisschen besser machen können, das mit den Questbeschreibungen und alles. Das gefällt mir gerade gar nicht. Da ist der Spielespaß gerade nicht so toll. Oh, Stevie, was ist bei dir los? Bisschen geballer. So, Expo, was ist bei dir? Kein Geballer. Ein Geballer. Oh, ich habe einen gelben Punkt. Kommt alle zu mir. Alle. Mhm. Alle. Ohne Ausnahme. Ich habe einen gelben Punkt gefunden. Ich bin der Beste. Alle. Ich bin einfach. Sag so einfach mal. Thomas folgt Bombell. Ja, wir haben doch den Einsatz, Stevie. Ja, Cromwell spricht. Ja, und das Geld Foundation. Da ist er. Ja. 600 Meter. Ich habe einen gelben Punkt. Kommt ihr doch, mit irgendwen muss man erst sprechen. Ja, ihr dürft jetzt hier alle zu mir kommen. Und dann sprechen wir mit der Cornwall. Kletter darüber, ich hab's eilig, ich muss also, mit der Cornwall sprechen. Ich red mit der Tussi kein Wort. Nee, das war mir jetzt zu viel Theater hier. Ja, die ist schon ein bisschen, weißt du, die hätte auch mitkommen können, ja. Schickt uns da uns verarscht. Oh. Mal anrufen können. Leute, hier ist der Teufel los, gell? Nur mal so zur Information. Die hätte auch eine WhatsApp schreiben können. Ja, einfach WhatsApp.